Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gestern jetzt die Kamera einfach mal links liegen lassen, genauso wie mein Handy eigentlich auch, weil mir einfach nicht danach war. Also das passiert oft, wenn man euch hier war und weggefahren ist oder wir bei ihm waren und nach Hause wieder gefahren sind. Irgendwie, man reißt sich zwar zusammen, aber der Herzschmerz ist irgendwo immer da und keine Ahnung, vielleicht spielt auch das Wetter ein bisschen mit und die aktuelle Situation bei mir, dass ich mit jedem Tag immer schlimmer aussehe. Es kommen jetzt schon Flecken hier im Gesicht dazu und alles, ne? Ja, ich wollte gestern einfach gar nichts. Ich habe den Tag auch wirklich so gut wie gar nichts gemacht, außer jetzt so ein einfaches Süppchen zu kochen, ein bisschen Wäsche, ein bisschen hier und da, ihr wisst das ja, also als Mutter und Hausfrau kann man nicht einfach so gar nichts machen, das ist schon mal klar. Ja, heute war ich auch noch so am Schwanken, nimmst du die Kamera mit, nimmst du die nicht mit. Aber dann habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, egal was ich mache. Es ist jetzt schon kurz nach vier. Ihr seht ja, wie lange ich mit mir ein bisschen diskutiert habe, mache ich jetzt die Kamera an oder nicht. Aber ich mache jetzt einfach mal die Kamera an. Nehmt euch ein bisschen mit. Ich muss den Gefrierschrank ein bisschen leerer kriegen, weil ja Sommer kommt und dann kommen so Sachen zusammen wie Gemüse und Obst, die man auch einfrieren will, auch so Kräuter und ne. Deswegen und auch sowieso, das ist so viel Kram drin. Ich war auch deswegen heute noch immer noch nicht einkaufen. Ralf hier vorhin schon, fährst du heute gar nicht einkaufen? Nö, eigentlich keine Lust. Vielleicht morgen. Ja. Und deswegen, wegen dem Gefrierschrank. Ich habe gestern einen Forel rausgeholt. Und zwar diesen hier. Das ist eine Ente. Genau. Und die mache ich heute mal für meine Familie. Ich weiß, es ist kein Weihnachten. Ist egal. Das Viech liegt ja auch schon seit Weihnachten da drin, ne, im Gefrierschrank. Deswegen muss das wirklich dringend verarbeitet werden. Ich habe null Ahnung eigentlich, wie man so ein Ding macht. Aber ich mache es einfach. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Und jetzt, ja, 4 Uhr muss ich den Vogel erstmal ein bisschen würzen. Ja, womit auch immer. Viel Spaß dabei. So. Das ist jetzt das Vieh und man muss auf jeden Fall, das habe ich gelernt, das Hinterteilchen abschneiden. Schmeckt bäh, ne? Deswegen abschneiden. Ich würde liebend gerne die hier auch wegmachen, dann würde der Vogel auf jeden Fall wenigstens in die Ultraform passen. Ja, ich kriege das aber nicht hin. Ja, den Lappen hier vom Hals, den brauche ich auch nicht. Die Katzen freuen sich. Genau. Ich habe den Vogel auch schon gewaschen. Also so ist es eigentlich schon fertig. Ich habe nicht genug Kraft, um die Beine hier abzuschneiden. Ich kriege das nicht hin. Ha, doch. Okay. Ich habe es jetzt doch geschafft. Also passt es eventuell doch in den Ultra rein. In den runden, großen Ultra. Ja, und dazu mache ich Kartoffeln, Süßchen und Salat. Ja, aber als erstes muss, wie ich schon sagte, das Ding hier gewürzt werden. Das kommt nachher in die Füllung. Inklusive noch eine Zwiebel. Ich mache jetzt erstmal die Würzmischung anrühren. Ne? Ich nehme dazu jetzt Salz. Das muss auf jeden Fall sein. Pfeffer. Dann habe ich hier Paprikapulver. Jawohl. Paprikapulver. Thymian. Ein bisschen Knoblauchpulver. Und
Und hier habe ich noch ein bisschen Basilikum. Wie ihr seht, ich mache das einfach mal wie sonst auch immer frei Schnauze. Genau. Das ist jetzt unsere Würzmischung. Ich hoffe, es reicht auch. Auf jeden Fall muss was davon rein. Und drinnen ein bisschen verrieben werden. Und dann einfach mal von oben komplett hier damit einreiben. So, und jetzt lasse ich das Ding erstmal hier so ein bisschen stehen. Ja, hier habe ich noch die Innereien. Da, die werde ich dann auch noch in den Bräter reinschmeißen. Einfach mal auch für die Soße, und außerdem ist das natürlich einfach mal zu schade, wegzuschmeißen. Ja, den Vogel, den lasse ich jetzt erstmal hier ein bisschen stehen. Und in der Zwischenzeit, solange das Viech mariniert, werde ich noch weiter hier ein bisschen Haushalt erledigen. Hier sieht es aus, also furchtbar. Samstag haben wir nichts gemacht, ne? Ist ja eben Samstag. Sonntag waren wir den ganzen Tag unterwegs bei Manuel. Und gestern, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ein bisschen depressiv gerade. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Meine Mutter vermutet das eigentlich schon seit Jahren, dass ich zwischendurch mal irgendwie so Depressionsanfälle habe. Kann sein, also ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Für sowas. Ja, ich muss unbedingt gleich noch das Badezimmer schrubben und hier unten den Boden und Wäsche. Die ist trocken abgenommen, muss nur noch sortiert und zusammengelegt werden. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so. Erstmal alles einsprühen, damit es einwirken kann, und in der Zeit Wäsche. Ja, wie ich schon gesagt habe, zu dem Vogel gibt es Kartoffeln. Und einen Salat. Mehr brauchen wir auch nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas an Gemüse dazu koche, aber für mich, muss ich sagen, reicht Salat. Ich habe jetzt schon mal den Backofen angeschmissen. Das Badezimmer wird eingeweicht. Ich gucke, ob das Viech jetzt in die reinpasst. So, muss eigentlich. Doch, wird schon reinpassen. Bevor das aber da reinpasst, muss das Ding noch ein bisschen gefüllt werden. Dafür habe ich jetzt hier zwei Äpfel, mussten weg. Zwei Orangen mussten noch dringender weg. Und ich nehme jetzt in die Füllung mit rein eine Zwiebel dazu. Und der Rest, das kommt einfach mal mit dazu in den Ultra, um Soße nachher zu machen. Ja, und da es ja nur für die Füllung gedacht ist, muss ich das natürlich auch nicht ganz so doll schneiden. Das wird nachher eh nicht gegessen. Ein bisschen kleiner machen. Und in den Vogel reinstopfen. Komm, du Viech. Genau. Einfach alles rein. Dann wird das Viech nachher saftiger. Ein bisschen Orange. Mit dazu. Das ist eine kleine Ente, ne? Also diese Ente ist wirklich klein. Keine Ahnung, wie viel Kilos. Auf jeden Fall nicht wirklich viel. Ja. Und dann ab damit in den Ultra.
passt wunderbar. Und für die so, also die Innereien. Die packe ich jetzt einfach mal mit dazu, damit die Soße nachher schöner wird. Und dann schneide ich jetzt einfach mal auch grob die Zwiebeln. Das sind ja zwei kleinere. Dann habe ich diese zwei Solo-Knobel hier. Und verteile das Ganze einfach mal hier in der Form drin. Genau wie die restlichen Apfelstückchen. Und Paprika und Möhren. Also das sind jetzt hier eine halbe Paprika nur. Und eine Möhre. Und auch dieses Stück Orange hier kommt einfach mit dazu. Die Orange, die werde ich nachher nicht in der Soße weiter verwenden, aber erstmal, damit der Vogel saftiger bleibt, habe ich das jetzt alles reingemacht. Ja, und dann wandert das Ganze in den Ofen. Man kann noch ein bisschen Salz vielleicht drauf geben, auch auf das Gemüse. Drauf und ab in den Ofen und zwischendurch immer wieder reingucken und eventuell den Vogel mit dem Saft, der dann jetzt austreten wird, begießen. So, ihr Lieben, der Vogel ist jetzt im Ofen. Ich werde nachher, was ist denn das jetzt? Heute ist wieder hier Hochbetrieb. Ich werde nachher, wenn die ja, Halbzeit ungefähr ist, ne, bei der Ente Kartoffel aufstellen und Bohnen. Ich habe Bohnen gekauft. Letzte Woche und die müssen auch verbraucht werden, also diese grünen Bohnen halt. Ja, und jetzt, solange das hier vor sich hin brutzelt, muss ich weiter mit dem Haushalt machen. Ich habe ihn gerade noch mal bepinselt und hier habe ich ein bisschen von dem Gemüse und Saft von dem Vogel rausgeholt und mache Süßchen daraus. Und zwar püriere ich das Ganze erstmal. So, und dann gebe ich ein bisschen Schmand rein. Ein wenig Wasser. Das schmeckt lecker. Ich habe jetzt nicht so doll herumgepult. Ich sag mal, ich ist bestimmt auch ein bisschen Apfel mit drin gelandet und auch Orange. Ich gebe jetzt noch Salz rein. Pfeffer. Noch ein bisschen Knoblauchpulver. Ein bisschen Thymian. Ein
Paprika und püriere das Ganze nochmal. Ja, und das ist auch alles. Das ist jetzt die Soße. Die gebe ich jetzt einfach mal in den Topf rein. Und gebe noch ein bisschen Wundermin-Soßenbinde dazu. Stelle jetzt schon mal an. Dann kann die Soße auch fertig kommen. So. Das ist auch alles. Die Soße kocht jetzt noch einmal kurz auf und dann ist es fertig. Hier habe ich die Bohnen, die gieße ich gleich ab. Die Kartoffeln sind auch fast fertig. Salat auch. Ich warte jetzt nur noch auf die Ente. Und die braucht noch, ich weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde maximal. Und dann müsste die eigentlich auch fertig sein. So, ihr Lieben, der Vogel ist fertig. Ja, jetzt ist alles fertig, der Salat, alles ist bereit. Ich werde jetzt die Family rufen. Isi ist nicht da, sie hat gerade eine Fahrstunde, aber die kommt bestimmt gleich, ja, und dann werden wir essen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch, abonnieren, wer mag, ist kostenlos, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.